Wenn wir über geniale Comic-Verfilmungen reden, dann kommen wir natürlich über V for Vendetta nicht hinweg. Der Held mit der Guy Fawkes-Maske, großartig gespielt von Hugo Weaving, erscheint jetzt ebenfalls in einem Mondo-Steelbook. Und das ist tatsächlich ein Moment, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil V for Vendetta ist ein Film, den ich tatsächlich damals, als er im DVD-Steelbook von Warner ursprünglich veröffentlicht wurde, gekauft und angesehen habe und dann eigentlich fast nie wieder, weil der Film nicht so oft recycelt wurde wie einige andere Filme, mit denen Warner ja tatsächlich absolutes Schindluder getrieben hat, die es auch teilweise wirklich nicht verdient haben, wie zum Beispiel ein 10.000 BC, der in 400.000 Steelbook-Auflagen erschienen ist. Da freue ich mich jetzt quasi drauf, dass dieser Steelbook-mäßige Ritterschlag für den Film endlich erfolgt ist und das eben wunderbar als Nummer 27 der Mondo Steelbook-Reihe. Sehr schön auch hier vor allem wieder das Backcover-Artwork, wo ich tatsächlich, also für den Fall, dass Warner wieder mal so eine Steelbook-Reihe macht, also fürs Backcover biete ich mich als Designer tatsächlich gerne an. Also ich glaube auch, dass das, was hier ist, nicht einmal unbedingt ein Designprogramm erfordert. Also ich glaube, das geht sich in Word auch aus. Wobei das Einzige, was ich mir jetzt nicht so sicher bin, vielleicht kann mir das irgendein Computerexperte von euch sagen, ob das in Word überhaupt möglich ist, den Text hier dermaßen widerlich nahe an das Warner-Logo dran zu kleben, dass es mehr oder weniger eigentlich schon fast drinnen ist. Das weiß ich nicht. Ich habe da um meine Bilder meistens irgendwie einen Rahmen drüber oder sowas. Aber wir bekommen natürlich hier bei dem Steelbook, wie von den Mondo-Steels gewohnt, den Titel und die ganzen anderen Elemente nicht auf dem Steelbook und sehen da ein wirklich, wirklich tolles Design mit einer wirklich, wirklich tollen Delle, sehe ich da. Was aber tatsächlich interessant ist, weil auf meinem Schuber ist keine Delle. Also alle, die sich das V for Vendetta Steelbook gegönnt haben, seid einmal so gut und schaut bei euch nach, ob ihr diese Delle auch vorfindet. Die müsste in diesem Fall offensichtlich produktionsbedingt sein. Das ist aber tatsächlich ein Artwork, das ich absolut genial finde. Die Guy Fawkes Maske mit reichlich Feuerexplosion, mit einigen anderen wirklich coolen Elementen, vor allem wo auch da sehr schön bei der Uhr bzw. beim Feuer auch ein bisschen was von diesen Metallic-Elementen vom Steelbook reinkommt. Da hat sich der Designer wirklich wieder mal Mühe gegeben, anders als beim Backcover. Wow, was? Also ich meine, ich finde es ja normalerweise schon nicht so wahnsinnig toll, hier Elemente vom Frontcover einfach zu recyceln, aber das war ihnen da dann offensichtlich auch schon zu billig oder zu teuer, je nachdem. Das ist echt mau. Dafür finde ich es eigentlich relativ cool, wie sie das da als Disc-Artwork gemacht haben, finde es aber in diesem Fall eigentlich wieder absolut billig, wie sie es im Innenartwork gemacht haben. Ich meine, man darf ja natürlich jetzt eines nicht vergessen. Das, was ich jetzt gerade mache, ist wirklich im Meckern auf allerhöchstem Niveau. Wir haben ein wirklich schönes Mondo-Steelbook mit einer wirklich großartigen Zeichnung und wir beschweren uns quasi drüber, dass die verwendet wird. Aber ich finde schon irgendwie gerechtfertigt, dass auch wenn dieses Artwork vorne schön ausschaut und in der Vergrößerung innen schön ausschaut, es irgendwie billig wirkt, wenn man einfach dasselbe Bild zweimal verwendet. Obwohl es wirklich schön ausschaut. Also wenn ich nur das als Innenartwork sehe, würde ich auch sagen, verdammt, das ist eines der geilsten Mondo-Steelbooks. Vor allem, weil eben auch hier sehr schön mit diesem Metallic-Effekt gearbeitet wird. Aber das ist gerne eine Frage, die ich jetzt an der Stelle an euch weiterleite. Findet ihr, dass das quasi gerechtfertigt und toll ist und auch wirklich gut aussieht, wenn man dieses selbe Artwork zweimal verwendet in anderen Ausschnitten. Halt jetzt eben so wie bei V for Vendetta und nicht so wie zum Beispiel bei Batman v Superman, wo es ja tatsächlich wirklich super ausschaut. Oder findet ihr das eher so wie ich ziemlich billig und einfaches Material?
weil ja, man hätte ja natürlich den Künstler bitten können um ein zweites Artwork, aber das war womöglich zu teuer, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt ist es dann trotzdem einfach ein cooles Steelbook.